Herr Präsident, manchmal gibt es Zeitpunkte im Leben, wo man vielleicht ein bisschen genauer sich die Dinge überlegen muss. Lange habe ich mich da an Hölderlin gehalten. Mit der Gefahr wächst auch das Rettende. Leider zeigt uns Europa, dass die Dinge nicht so einfach sind. Die Gefahr wächst. Aber wir sehen noch nicht, was uns da wirklich retten wird. Und wenn ich dann Herrn Van Rompuy höre, dann bin ich da etwas ratlos. Sie sagen, alles ist in Ordnung. Wir haben in den letzten 20 Monaten gut gearbeitet. Also da haben Sie als guter Buchhalter richtig gut gerechnet und gearbeitet. Und in der gleichen Zeit läuft die Situation vollkommen auseinander. Sie rechnen weiter. Sie rechnen die Tage aus, an denen Sie in Ihrem Büro gesessen haben. Herr Van Rompuy, was hier getan wurde, reicht nicht. Es gibt doch eine grundlegende Frage, die wir uns alle stellen müssen. Vor der Krise haben viele geglaubt, eine Föderalisierung des Zwischenstaatlichen wäre das Effizienteste. Und das haben viele geglaubt, Föderalisten und andere. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass das nicht stimmt. Europa ist nicht effizienter, weil es eine Telefonleitung gibt nach Berlin und nach Paris. Das bedeutet nicht, dass Europa hier geeinter ist. Es wurde, Martin hat schon den Wiener Kongress angesprochen, man könnte noch ähnliche Beispiele nennen. Heute, in der heutigen Debatte, wundert mich eines, dass die Politiker hier aufgeben und dass man am Ende sagt, wahrscheinlich wird uns die Intelligenz der Zentralbank retten. Alle wissen, dass die Zentralbank weiter zahlen wird. Alle wissen, dass die Zentralbank diese Eurobonds auf ihre Art herausgeben wird. Nur, da gibt es ein grundlegendes demokratisches Problem. Wer übt denn Kontrolle aus über die EZB? Ich möchte Sie ja nicht kritisieren. Da sagen Sie ja über EFSF und über anderes sehr viel. Aber das Ganze wird ja sicherlich nicht die Krise regeln. Monti wird zu Draghi gehen und wird sagen, ich brauche im Frühling 200 Milliarden auf dem Markt, wird das eine Katastrophe. Deswegen komme ich lieber direkt zu dir und dann wird Draghi sagen, ja, dann werde ich dir eben helfen. So wird das gehen und nicht mit irgendwelchen Fonds. Also ich glaube, da hat Guy Verhofstadt recht. Entweder wir schreiten wirklich voran mit den Eurobonds und den 5 Wirtschaftsweisen. Da hat er recht. Und was hat Merkel gegenüber den Wirtschaftsweisen geantwortet? Ich habe da noch Zweifel. Gut, das ist natürlich sehr interessant, wenn sie Zweifel hat. Die hatte sie vielleicht schon vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf die Rettung Griechenlands. Also wir dürfen uns hier nicht auf die Zweifel von Frau Merkel stützen. Damit kommen wir nicht weiter. Wenn man jetzt die Probleme in Europa analysiert, dann würde ich die Kommission bitten, da eine europäische Beobachtungsstelle einzurichten über nötige Investitionen in Europa, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Die Nationalstaaten können hier nicht mehr investieren, selbst Belgien nicht mehr und selbst wenn er Premierminister in Belgien wäre. Das wissen doch heute alle. Es sind da europäische Initiativen nötig und da müssen wir uns ansehen, wie wir das machen können. Wir brauchen noch ein ökologisches Wachstum. Wir müssen darüber debattieren, welche Art von Investitionen nötig sind. Wenn jetzt die Kommission sagt, wir können nicht nur die Stabilität beurteilen, wir müssen auch die Haushaltsdefizite beurteilen, dann muss aber auch etwas gesagt werden über die Investitionen. Und wenn Sie dann über die Länder sprechen und über die Spreads, da möchte ich eines ansprechen. Ist es denn möglich, dass ein Mindeststundenlohn in Frankreich 9 Euro beträgt und in Deutschland soll ein Mindestlohn von 5 oder 6 Euro eingeführt werden? Nennen Sie das eure wirtschaftliche Konvergenz? Das ist doch Wahnsinn. Das muss einmal gesagt werden, auch gegenüber Frau Merkel. Sie können es
sich nicht leisten, dass es 20% Arme gibt. Das ist doch Wahnsinn. Da muss die Kommission einmal ihre Verantwortung übernehmen und muss sagen, die Wirtschaftspolitik in Deutschland mit dem Außenhandelsüberschuss, das ist reiner Wahnsinn, wenn man sich die Unterschiede ansieht und die Ungleichheiten, die es in Deutschland gibt. Vielen Dank. Und ich komme zum Schluss, Herr Präsident, Europa. Europa braucht manchmal 30 Sekunden mehr, um zu überleben. Und Sie halten jetzt mal den Mund, ja, da drüben. Also. Also noch ein Wort zu den Vertragsänderungen. Vertragsänderungen wird es nur geben, wenn dieses Parlament mit den nationalen Parlamenten über einen Konvent die Instrumente erarbeitet für eine Vertragsänderung. Das geht nicht heimlich durch die Hintertür. Da wird sich das Europaparlament wehren. Da werden sich die entsprechenden Fraktionen wehren. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Da sollten wir also mit falschen Vertragsänderungen auch keine Zeit vergeuden. Vielen Dank.